kann sicher sagen, dass Bewegung mein Leben war und ganz, ganz wichtig für mich war. Dann war dieser wunderschöne Sommertag im Jahr 2004. Ich wollte mit Freunden rausgehen mit den Rädern und Fotoaufnahmen für einen neuen Sponsor machen. Leider sind die Pläne dann nicht ganz aufgegangen. Ich hatte gegen 10 Uhr vormittags einen schweren Radunfall, bei dem ich über den Lenker meines Fahrrads gestürzt bin, bin dann mit dem Kopf aufgeprallt. Das Schlimme bei dem Unfall war, dass auch mein Rückenmark dabei verletzt wurde. Es kam zu einer Rückenmarkskompression, bei dem Nervenbahnen verletzt wurden. Seitdem bin ich leider vom Hals oder von den Schultern abwärts querschnittsgelähmt. Eine Querschnittslähmung wird begleitet dadurch, dass das ganze Immunsystem zusammenbricht, wo man jeden Tag eigentlich nur hofft, dass er mal besser wird. Es ist am Anfang überhaupt einmal eher die Frage, ob man überlebt oder nicht. Wir haben im Jänner 2018 jetzt unsere Tochter bekommen und das Leben hat sich sehr wunderbar verändert. Wir freuen uns riesig und gleichzeitig natürlich in meiner speziellen Situation muss ich mir aber auch Gedanken machen, wie ich mit unserer Tochter umgehe, wie ich gewisse Situationen meistern kann und das ist manchmal sicher auch eine Challenge. Ich glaube, wir sind auch von der Forschung her noch nicht zu spät. Meine Tochter ist jetzt noch ein Baby und es wird noch ein bisschen dauern, bis sie zu laufen beginnt und vielleicht wäre ja das der ideale Zeitpunkt, dass ich gemeinsam mit ihr wieder zu laufen beginne.